Ja. 66, gut, das ist ein bisschen was zumindest. Aber recht viel ist nur. Was ist das da? Monsterauge. Auch nicht so viel wert. Wo sind die schwarzen Perlen hier? Gut, besser wie nix, sage ich mal. Ansonsten habe ich nichts, was ich ihm geben könnte. Hat er mehr Handeln? Der hat aber. Wow! So, Waffenreparatursets, die kaufen aber auf jeden Fall die Reparatursets. Was ist das da? Meisterwaffenreparatursets, das kaufe ich auch auf jeden Fall. Ey, so viele Schema. Wow, da gibt es ja ordentlich was. Nägeln kann man immer brauchen. Was ist da? Ein paar Zwirn kaufen wir auch noch. So, wunderbar. Ich muss sagen, du hast viel Ware. Jo, Quint, spielen wir? Kriege ich wieder eine Karte wahrscheinlich? Ich will unbedingt ein paar Partien Gwent spielen. Das würde mir gut tun. So, gehen wir es gleich an. Schau mal, was er kann. Das ist, glaube ich, Sonnenschein ist das. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Oh, es geht so halbwegs. Ledermaus weg. Das weg da. Jo, wunderbar. Ich habe den zweiten Achter hier gekriegt. 1A. So, da spielt das Horn aus. Eine sehr starke Karte auch. Da ist das Horn integriert. Eine extra Karte ziehen. Okay. So, wir geben ihm mal einen Spion. Dann kriege ich mal zwei Karten. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, der nimmt sich den Spion wieder. Das ist natürlich, ja. Nicht so optimal, aber okay. Was kann ich jetzt ausspielen? Ich werde mal das aus taktischen Gründen, weil ich will sehen, was er macht. Ja, er gibt mir den Spion wieder, das ist klar. Gut. Dann werde ich hier weitermachen. Hoffentlich hat er nur ein paar Nahkampfeinheiten, dann mache ich ihm das Platz mit dem. Und er lässt mich gewinnen. Mir recht, mir recht. Ich bin am Zug. Zack, ich habe gewonnen, erste Runde. So, eine Karte kriege ich, dann steht es 10 zu 11 von den Karten hier. Ich habe eine weniger, aber okay. Jawohl, und genau die richtige gekriegt. Genau die brauche ich. Nice one. Ich hole mir jetzt den Spion hier. Mit Hilfe dieser Karte. Und dann kriege ich noch zwei. Jawohl, Cyrilla habe ich gekriegt. Und eine Finte. Genau so was brauchst du. Genau das brauchen wir, Leute. So, 10. Die verschwinden gleich mal, Zackerazzi. Die brauchen wir ja nicht mehr, oder? So, jetzt holt er sich gleich Verstärkung. Ich könnte ihn jetzt so richtig segieren. Das mache ich auch. So, wir nehmen hier unten die Katapulte und dann das Horn. Scheiße. Ah, das ist Kacke. Jetzt hat er mal wehgetan, das muss ich zugeben. Das muss ich zugeben, das war ein Tiefschlag. Das war nicht schlecht von ihm. So, der Zehner, der gefällt mir gar nicht. Das wird langsam schwierig. Jetzt hat der Haja nur Regen. Ha! Fuck! Gut, ich könnte die Runde einfach gewinnen lassen, aber ich hole mir jetzt die Karte wieder zurück. Ja, Frost haben wir schon, du Depp. Nee, ich lasse ihn die Runde nicht gewinnen, Leute. Ich nehme einen Zehner mal. So. Gut, dann nehme ich mal das Horn hier. Er nimmt 6. Da wird 7 draus, okay. Ich nehme meine Geheimwaffe. Cyrilla, 15. So, und jetzt komm mal nach. 9 braucht er mit seinen 2 Karten. Bloß ich habe hier nur ein bisschen was im Petto. Scheiße, er hat 10 sogar. Aber gut, ich behaupte jetzt, ich werde mehr haben. Werden wir hinkriegen, das wird eine knappe Sache.
Scheiße, der kann sich noch eine Karte holen. Gut, was nimmt er? Ah, ein Spion, das ist natürlich böse. Aber okay, ich krieg zumindest nur was raus hier. So, wir verdoppeln das, dann kriege ich auch ein paar Pünktele. Aber er hat jetzt nur zwei Karten, das ist scheiße. Aber wisst ihr was, ich behalte den Achter in die nächste Runde. Ja? Das wird echt nur spannend. Ich behalte ihn in die nächste Runde, falls es so weit kommt, weil mit 8 stehe ich sicher gut da. Und er verliert sogar diese Runde. Nice one. Hab gewonnen. Aber das war schon knapp. Das war schon knapp. Ich glaube, jetzt ist er pisst. So, Stahlblech. Kriegen wir eine Karte auch? Nö. War aber interessant, gegen den zu spielen. Das machen wir nochmal. Du bist wirklich zurück. Interessant. Ich setze halt immer um 10, weil das mal ein bisschen was gewinnen. Ich will unbedingt ein paar Partien Wind spielen. Geht nicht ums das Geld, Leute, aber. Ich sag mal so, wenn man schon spielt, dann richtig, ne? So, Nebel kommt gerne weg, das geht gar nicht. Ja, der kann auch weg. Jo, zwei Achter gekriegt, wunderbar. So, wir nehmen das hier. Verdoppeln das. Da hat er jetzt ordentlich was zu tun. Der passt gleich am Anfang. Okay. Ja, soll mir recht sein. Ich kriege eine Karte. 9-9 steht es dann. Soll mir recht sein. Hat wahrscheinlich gedacht, ja, ich muss sowieso x Karten aufwenden. Aber ich habe eine wunderbare Karte gekriegt. Macht sich sicher gut mit dem Horn. So Leute, ich fange mit dem 5 an. So. Dann nehmen wir die und holen uns eine schöne Achterkarte. Oh, Siri, 15. Der gibt jetzt Stoff. Da setze ich doch noch eine 6er-Karte nach. Und wir sind wieder vorne. Er nimmt Frost. Okay, okay, okay. Gut, das stört mir aber jetzt indirekt nicht. Außerdem habe ich ja hier Sonnenschein. Ja, ich nehme mal das hier. Wir nehmen sowieso dann den Sonnenschein. So, 6er, okay, dann nehmen wir das hier noch. Ah, so ein Arsch. Ah, so ein Arsch, Leute. So, dann nehmen wir hier das Horn, dem heiz ich jetzt ein. Jetzt habe ich die Schnauze voll von den Spielchen. So, wir werden den Sonnenschein nehmen, aus taktischen Gründen. Dann habe ich wieder mehr. So, ich passe jetzt mal. Ich habe einen weniger. Das heißt, wir starten in die nächste Runde mit 2 zu 2. Ich mache aber eine seiner Karten auf jeden Fall mit der kaputt und dann habe ich nur 10. Das heißt, wenn er keinen 10er hat, dann verliert er. Oh Scheiße, der holt jetzt nach. Aber das ist mir egal, die gebe ich alle weg. So, das machen wir so. Und zack, hat sich erledigt. Hoffentlich kann er nicht mit der anderen nur nachholen, das wäre jetzt blöd. Er kann eine raus, was nimmt er? Gut, eine 6er, damit lebe ich. Ich habe eine 10er und gewonnen. Nettes Match. War spannend, muss ich sagen, es war jetzt wirklich knapp. So. Wir müssen passen, weil sonst geht ja nichts vorwärts. Ich hätte ja nur meine vom Anführer da die Spezialkarte. Jo, eine Runde geht noch. Du bist zurück. Und dann machen wir weiter. Aber ich bin schon quintsüchtig, glaube ich, Leute. Das macht so viel Spaß, das Quint. Ich will unbedingt ein paar Partien. Ich liebe Quint, Leute. Das würde mir gut tun. Das geilste Game ever. Im Game. Und es ist jedes Mal anders, es ist nie das Gleiche, das ist das Geile, so, das muss weg. Ja, zumindest einen Spion.
So, noch ein Spion, wenn es geht. Ah, leider nicht, leider nicht. Aber gut, ich krieg das so hin, das passt dann auch. Was spielen wir denn so? Ist schwierig. Ich spiele mal den aus. Ich will jetzt nicht die guten Karten am Anfang gleich pfeffern. Weil wenn er die grüne hat, dann sind wir wieder dran. So, jetzt habe ich wieder zwei Runden Luft. In der einen hole ich mir das zurück und in der nächsten spiele ich den dann rüber und hole mir wieder zwei Karten. Oh, gute Karte. Null Wert plus er kriegt zwei. Das muss man sagen. So, ich kriege aber auch zwei. Jawohl, noch ein Spion gekriegt und Frost, genau das brauche ich. Er passt. Gut, dann machen wir das so. Kriege ich noch Karten. Und wir machen Frost. Dann ist das nichts wert. Und ich bin vorne und gewinne die Runde locker. Kriege eine Karte und es steht 12 zu 12. Sehr wichtig, Sonnenschein, falls man irgendeinen Blödsinn da reinpfeffert. So, es sind viele Karten im Spiel, das heißt, die guten sollte nicht von Anfang an, die zwei Achter da. Heute macht er dann das Grüne und dann sind die weg, so bevor. Das wäre natürlich blöd. Also zuerst alles andere. Ich werde ihn mal anlocken für das Grüne, weil die kann ich wieder zurückholen mit der Karte. Na gut, das stört mich jetzt nicht. Weil... Da verarsche ich ihn sogar. Ich mache nachher Sonnenschein und erst... Ja, der hat aber auch das Horn, das muss man dazu sagen. Gut, die habe ich auch nur zur Not. Ich segiere mal ein bisschen. Aber das Problem ist, mit Sonnenschein mache ich das auch weg dann. Also nicht so... Klug taktisch gesehen. So, jetzt haut er mal einen Spion rüber, aber das ist mir ja wurscht. Kriege ich nachher mehr Punkte, wenn ich das weggebe? Haut auch hin. Der tut sich eigentlich immer schwerer jetzt, aber er hat halt viele Karten. Das ist das, ne? So, dann werden wir das da mal. Mal schauen, wie weit ich damit komme jetzt. Gibt uns Regen? Gut, das ist mir aber wurscht. Ich nehme jetzt das hier. So, und jetzt geht's los. Sonnenschein. Ja, 118, wenn das kein Weltrekord ist. Ja, das war klar. Nimmt man meine 32. Oh, 64 im Arsch, so eine Sau. Aber ich werde mich rächen, bei ihm gehen 18 jetzt in den Arsch. Also ich gebe hier nicht auf. So, wir holen noch eine Karte raus. Oh, der holt auch Verstärkung. Das ist nicht so einfach. Wir nehmen die 8er Karte. Wird wieder zu einer 16er. Ja, das wird noch spannend, Leute. Aber ich gewinne es, glaube ich, haushoch, weil er hat nämlich nur mehr eine und ich habe hier die Cirilla noch. Die ist 15 wert, die beste Karte im Game. So. Habe ich schon gewonnen, aber trotzdem 119. Ich glaube, ein neuer Rekord auch von der Summe her. Ziemlich hoch gerade hier. Schön gewonnen und verdient gewonnen vor allem. Dem haben wir es gegeben. Nice one. Ab zum schwarzen Brett jetzt. Das ist da, glaube ich. Ich gehe mal übers Haus die Abkürzung. Hallo, Hund. So. Weißt du, mein Papa ist weg und kämpft gegen die Schwarzen. Schauen wir mal, was haben wir da? Was lassen die sich als nächstes einfallen? So, so und ein Auftrag. Was? Oh, was? Oh. Auftrag Drache, den schauen wir uns gleich an. Der wird unter Nebenquests wahrscheinlich sein. Gucken wir mal. Na, nö, doch nicht. Drache, das ist ein 28er Stufe Auftrag.
Also da sind wir nur weit entfernt. Ja? Ich behalte den, was ich habe. Hey, super. Da ist eine Schnellmarkierung. Wir gehen hier hin und weiter zum nächsten schwarzen Brett. Das ist mit Sicherheit nicht hier. Schauen wir nach oben. Hier sind nur einige. Da ist noch ein Auftrag. So, hier haben wir noch zwei schwarze Bretter. Da muss man schauen, wo habe ich noch was. Da nicht. Irgendwo. Da ist noch ein schwarzes Brett. Dann machen wir das noch. Also Skellige ist viel mit Inseln und so. Auch ganz lustig. Gibt sicher viel zu finden. Ich sage mir so mitten im Meer vielleicht irgendwelche Schätze oder so. Das wird schwierig werden. Ich habe vor, dieses Spiel 100% zu lösen. Aber 100 werden es nicht ganz werden, weil ich ja diese abgebrochenen Aufträge habe. Leider, leider, leider. Also so ganz wird es nicht werden, aber fast. Wir gehen jetzt zum Anschlagbrett hier. Wir werden uns alle Aufträge hier schnappen. Zacki, zacki, zacki. So, neue Orte, neue Markierungen, ein neues Quest. Heldenrennen zu Ehren der Göttin. Und, glaube ich, noch eins. Jawohl, im Wolfspelz. Also, Herrenrennen und im Wolfspelz ist neu. Da schauen wir gleich nach. Und dann noch eins, seltsame Bestie. Supi, supi. Also, das Game hat wirklich einen Haufen Quests. Schauen wir nach. Heldenrennen, das ist das da. Das machen wir dann noch gleich. Im Wolfspelz haben wir hier. Und da war noch irgendwas. Das war aber dann woanders. Rache ist das von vorher. Seltsame Bestie war es, glaube ich. Genau. Gut, wir machen das Quest dann hier. Schauen wir, was der Wirt dazu sagt. Vielleicht spielt er Quint und ich kriege wieder eine Karte. Oh, das ist für ein Riese. Hallo! Ein Hexerrampe! Sei gegrüßt. Eine nette Taverne hast du hier. Eine Taverne? Es ist keine Taverne, sondern die Kriegerhalle. Mhm. Und was macht man denn so in einer Kriegerhalle? Man kämpft? Manchmal passiert es, dass jemand eine in die Fresse bekommt. Das stimmt. Meistens kommen die Leute aber hierher, um zu speisen, zu trinken, sich beim Feuer zu wärmen und die Geschichten der Skalden zu hören. Ich glaube, den sein Hirn ist jetzt nicht so fortgeschritten. Ah, ihr von dem Kontinent versteht aber auch nichts. Trink mal ein bisschen von unserem Met. Vielleicht wird das so, dir zeig mir mal, was du verkaufen hast. Vielleicht können wir den ein bisschen was drehen oder vielleicht hat er was Cooles. Zeig mir deine Waren. Nichts Brauchbares da soweit. Gut. Dann würde ich sagen, eine Runde gewinnt. Vielleicht gibt man dir auch eine Karte. Der letzte hat leider keine Karte rausgerückt, aber man weiß es ja nicht. Wir gehen es gleich an. Ich habe ja wirklich schon ein super Kartendeck, also da kann man nicht meckern. Ist halt auch ein bisschen Zufall immer. Ne? Okay, Leute, ich würde sagen, da müssen wir nicht tauschen und da auch. Boah, es geht eigentlich ein ganz gutes Deck hier. Ich habe ja noch diesen Spion hier. Der hat eine Extra-Karte am Anfang. Das ist ein Special vom Anführer. Ich hole mir jetzt zwei Karten. Leider keinen Spion, aber zumindest das. Jawohl, hier haben wir noch zwei. Gut, der nimmt das hier. Das soll er haben, wenn er will. Das stört mir jetzt weniger. Wir machen uns hier wieder breit. Er ist schon ein Depp, ey. Der nimmt am Anfang Frost für was, bitte? Da frage ich mich nur wirklich, was der Blödsinn soll. Ja, und dann nimmt er Sonnenschein. Der will Zeit schinden vielleicht und schauen, was ich für Karten habe. Das kann natürlich auch sein. Aber weißt du was? Der Frost hat mir ganz gut gefallen. Der bleibt. Das war nice, Leute. So, oh, Cyrilla hat der auch. Wow, gute Karte. Also, gute Karte. So, guter Mann. Was sagst denn du dazu? Jetzt schaut's anders aus hier in der Marille, ha? So. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss.